Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie sich reingeklickt haben zu unserem Informationsgespräch zum Thema venöse Thrombosen. Ich begrüße einen absoluten Experten auf diesem Gebiet an meiner Seite heute hier im Studio. Ganz herzlich willkommen an Professor Dr. Ulrich Budde, Gerinnungsspezialist bei Medilis. Schön, dass Sie bei uns sind. Herr Professor Budde, vielleicht zum Anfang mal eine Frage. Sie sind nicht nur absoluter Gerinnungsspezialist, sondern Sie sind auch Transfusionsmediziner. Was ist das denn? Die Transfusionsmediziner beschäftigen sich, wie es heißt, mit der Bluttransfusion. Aber aus dem Blut werden eben auch Gerinnungskonzentrate hergestellt, die Menschen transfundiert werden, die einen Gerinnungsfaktor nicht haben und sonst verbluten würden oder schwere Blutungen erleiden würden. Daher sind viele Transfusionszentren auch Bluterbehandlungszentren. Mhm. Zum Beispiel Bonn, wo ich die ersten 10 Jahre meiner Zeit als Transfusionsmediziner verbracht habe, aber auch HK Harburg, wo ich dann die nächsten 10 Jahre war. Mhm. Und nach einigen Umwegen bin ich jetzt wieder bei Medilis in Altona und habe dort die Gerinnungsabteilung. Das Thema unseres Gesprächs soll hauptsächlich die venöse Thrombose sein, aber ich würde gerne, damit wirklich alle Zuschauer, die uns jetzt zusehen, denselben Wissens- und Informationsstand haben, nochmal ganz allgemein fragen, was ist eine Thrombose genau? Was passiert da in unserem Körper? Eine Thrombose sind Gerinnungsvorgänge, die dazu führen, dass ein Gefäß durch Gerinnungsmaterial verschlossen wird. Mhm. Und die ganz gefährlichen Verschlüsse sind in den Arterien, weil dann die Versorgung des Organs sofort stoppt. Etwas ungefährlicher sind die venösen Thrombosen, weil das Blut immer noch in das Organ oder die Extremität hineinfließen kann, aber deutlich schlechter wieder herauskommt. Sodass, als wenn die Thrombose zu stark ist, genau dasselbe passiert. Das Organ oder das Gefäß wird nicht genügend ernährt und ist bedroht. Mhm. Aber in aller Regel sind venöse Thrombosen nicht so dramatisch und oft schwieriger zu erkennen als die arteriellen, wo sofort der Blutzufluss stoppt und es zu schweren Organausfällen kommt. Vielleicht noch ein paar Worte zur Verbreitung der Thrombose. Wie viele Menschen bei uns in Deutschland haben Thrombose, haben eine venöse oder eine arterielle Thrombose? Die Zahl ist schwierig festzustellen. Man kann sagen, auf 1.000 Patienten Jahre kommen im Schnitt eine Thrombose. Wenn man jetzt aber sich das Alter anschaut, dann haben Kinder im Schnitt alle 100.000 Jahre eine Thrombose. Mhm. Junge Erwachsene 10.000. Ab 60 liegt es etwa bei 1.000 Patientenjahren pro Thrombose und steigt dann mit dem Alter. Mit 90 hat man die Chance, innerhalb der nächsten 10 Jahre eine Thrombose zu kriegen. Mhm. Also es hängt ganz vom Alter ab. Wenn man die Gefährlichkeit betrachten will, dann erleiden 40.000 Menschen in Deutschland pro Jahr eine tödliche Lungenembolie. Das muss man vergleichen mit etwa 7.000 tödlichen Verkehrsunfällen. Mhm. Auf Europa gesehen sterben etwa 500.000 Menschen pro Jahr an venösen Thrombosen und deren Komplikationen. Mhm. Das ist so, dass es mehr ist als Brustkrebs, Prostatakrebs, Verkehrsunfälle und HIV-Tote zusammen. Mhm. Also es ist kein ganz ungefährliches Risiko, aber deutlich geringer als bei den arteriellen Thrombosen. Gibt es noch weitere Risikofaktoren, außer offensichtlich ja dem Alter, was Sie schon ansprachen? Neben dem Alter gibt es eine ganze Reihe von erworbenen Zuständen. Zum Beispiel Immobilisation, Krankenhausaufenthalt. Es gibt etwa 11-mal mehr Thrombosen als in der Normalbevölkerung. Operationen, 8-mal mehr Thrombosen. Die Pille, 3 bis 4-mal mehr Thrombosen. Mhm. Es gibt erworbene Gerinnungsstörungen, die sehr gefährlich sind. Und etwa in 10% der Bevölkerung haben eine Mutation im Gen, die zu vermehrten Thrombosen führt. Gibt es eigentlich Alarmzeichen? Kündigt sich das in irgendeiner Art und Weise an? Schwierig zu sagen. Also die Thrombosen, die ein Gefäß verschließen, merkt man sofort, das Gefäß schwillt an. Mhm. Wird dick, tut weh, wird rot. Da ist die Diagnose einfach. Wenn der Gefäßverschluss partiell ist, der Abfluss nur mäßig behindert wird, dann kann das Symptome machen wie ein Muskelkater, wie ein kleiner Muskelriss, mhm. wie irgendeine Ermüdung im Muskel. Und dann wird es eben schwieriger zu diagnostizieren. Das kann man ja auch mit eben von Ihnen erwähnten Muskelkater zum Beispiel verwechseln. Was passiert denn, wenn es nicht behandelt wird, weil es nur ein Teilverschluss ist zum Beispiel?
Jedes thrombotische Material, das im Körper entsteht, führt dazu, dass weitere Thrombosen sich aufsetzen können. Das ist die eine Gefahr, die Thrombose kann wachsen. Die andere ist, dass diese Thrombose sich aus diesem Gefäß löst und dann bis dahin schwimmt, wo der Fluss gestoppt wird, wo die Gefäße zu klein werden, ja, dass sie noch durchpasst. Und das ist bei venösen Thrombosen in aller Regel die Lunge. Es kommt also zu einem Embolie in der Lunge und die führt, wie gesagt, in 40.000 Fällen in Deutschland pro Jahr zum Tode. Die meisten sterben glücklicherweise nicht dran, machen aber doch schwere Symptome durch. Schwere Kreislaufsymptome, Todesangst, sodass das also kein kleines Problem ist. Mhm. Aber meine Lungenembolie fällt sehr schnell auf. Man geht sehr schnell ins Krankenhaus. Die Verwechslungsgefahr bei den nicht so schlimmen Lungenembolien ist immer die Lungenentzündung. Mhm. Also ich kenne durchaus Patienten, denen wurde fünfmal nachgesagt, sie hätten eine Lungenentzündung gehabt. Letztlich waren es 5 Lungenembolien, die stattgefunden haben. Mhm. Wir wollen uns ja, wie angekündigt, heute ein bisschen spezialisieren auf die venöse Thrombose. Ist das quasi Schicksal, ob ich nun eine arterielle, die ja weitaus schlimmer ist, haben Sie gesagt, oder eine venöse Thrombose bekomme? Oder wovon hängt das ab? Bei der arteriellen Thrombose haben wir zum Beispiel als großen Risikofaktor die Lebensführung. Mhm. Rauchen zum Beispiel, immobiles Leben, also man bewegt sich zu wenig, isst zu fette Speisen. Das ist also sehr viel, was man auch als Mensch ändern kann. Bei der venösen Thrombose haben wir diese Faktoren eher nicht. Außer der Bewegungsarmut ist auch sehr viel determiniert durch das, was man genetisch von den Eltern mitbringt. Sodass man bei sehr vielen Patienten mit einer Thrombose sieht, dass diese Thrombosen in der Familie gehäuft sind. Mhm. Es ist also immer gut, bei einem Patienten, wo Verdacht auf eine Thrombose ist, sehr genau nachzufragen, was ist in der engeren Verwandtschaft passiert. Was haben Sie bei der venösen Thrombose denn für diagnostische Möglichkeiten? Die erste ist bei einem Patienten, der hereinkommt mit nicht deutlichen Symptomen, wie gesagt, dieser Muskelkater, wo das Bein nicht geschwollen ist. Man für sich sagt, die Wahrscheinlichkeit einer Thrombose ist nicht besonders groß. Da kann man eine Blutprobe ins Labor schicken. Wenn Thrombosen entstehen, versucht der Körper, diese Thrombose wieder abzubauen. Und die Abbauprodukte kann man sehr, sehr empfindlich und sehr spezifisch messen. Das heißt, man hat einen sogenannten Cut-off, einen Wert, unter dem man liegen muss, damit man in 99% oder 99,9% fast heute keine Thrombose hat. Diese Patienten schickt man nach Hause und mit dem einen Labortest ist die Diagnostik abgeschlossen. Mhm. Wenn der Wert überschritten wird oder man für sich sagt, das Risiko, dass da eine Thrombose hintersteckt, ist doch viel, viel größer, als dass man da nur einen Labortest macht. Die schickt man in eine Abteilung, wo ein sogenannter Doppler-Ultraschall gemacht werden kann. Mhm. Also das, was man früher gemacht hat, die Röntgenuntersuchung, Kontrastmittel einspritzen, das muss man immer seltener machen. Der einfache Ultraschalluntersuchung ist schon sehr, sehr spezifisch und gibt sehr gut Auskunft, ob eine Thrombose da ist oder nicht. Und nur in versteckteren Gebieten, wo man mit Ultraschall einfach nicht hinkommt, muss man heute noch die Röntgenaufnahmen machen. Mhm. Also die Diagnosemöglichkeiten sind heute sehr gut. Was ist denn, wenn eine venöse Thrombose beim Patienten festgestellt wird? Dann geht es natürlich an die Therapie. Was haben Sie heute für Möglichkeiten? Können Sie das einmal für uns ein bisschen beschreiben? Man könnte natürlich hingehen und sagen, die Thrombose löse ich auf. Das, was der Körper macht, kann ich auch medikamentös tun. Da ist aber immer die Gefahr, dass zuerst kleine Thrombosen die Gefäße, die nicht so dicht halten, verschließen, zuerst aufgelöst werden und dann erst die Thrombose. Mhm. Das heißt, bei einer Harnvenenthrombose, die ich auflöse, kommt es zu vielen Hirnblutungen. Da die sehr gefährlich sind, löst man diese Thrombose nur noch sehr, sehr selten auf. Nur wenn das Bein gefährdet ist, würde man auflösen oder chirurgischer angehen. Das, was man heute macht, ist die Übergerinnbarkeit, die da ist, einfach zu stoppen. Man gibt Medikamente, die die Gerinnung so stark hemmen, dass ich auf diese Thrombose nichts mehr draufsetzen kann. Und den Rest muss der Körper, an thrombotischem Material, muss der Körper dann selbst wegschaffen. Mhm.
Das kann er relativ effektiv. Von vielen Lungenembolien bleibt im Grunde in der Lunge nichts mehr zurück oder nur noch Spuren. Im Bein sieht es etwas anders aus. Da wird der Thrombus natürlich auch immer kleiner. Aber das Bein hat Venenklappen, die dazu führen, dass das Blut nicht mehr wieder in die Beine sackt, wenn man in Ruhe ist, sondern effektiv hochgepumpt werden kann. Mhm. Diese Klappen werden durch jede Thrombose zerstört. Das heißt, da schafft es der Körper nicht, normale Verhältnisse wiederherzustellen. Das heißt, da muss man, wenn die Thrombose vorbei ist, selbst helfen als Patient, also die sogenannten Thrombosestrümpfe tragen, die den einen Druck von außen ausüben, sodass das Blut nicht mehr runtersacken kann. Also da ist immer der Patient selbst gefragt zu verhindern, dass das Gewebe sich so verändert, dass man hinterher starke Beschwerden hat. Was ist denn mit den Thrombosespritzen, von denen man ja immer wieder hört? Was ist ein Hinweis zur Anwendung? Was ist mit der Sinnhaftigkeit? Was würden Sie dazu sagen? Also bei einer Thrombose, die im Bein jetzt akut da ist, fängt man immer erst mit einer Spritzentherapie an. Mhm. Man spritzt Heparin, ein Stoff, der die Gerinnung stark hemmt und dazu führt, dass ich nichts mehr an die Thrombose aufsetzen kann. Es ist natürlich lästig, wenn man sich zweimal am Tag spritzen muss. Und diese Spritzen haben natürlich auch Nebenwirkungen, sodass man gleichzeitig anfängt, eine orale Therapie, also Tabletten zu geben, die Gerinnung begrenzen. Sie führen dazu, dass bestimmte Gerinnungsfaktoren zwar noch da sind, aber nicht mehr im Gerinnungssystem wirken können. Das heißt, sie können die Gerinnung nicht mehr aktivieren. Dadurch wird die Übergerinnbarkeit gebremst. Das kann man auch im Labor messen, das muss man auch im Labor messen, weil die Schwankungen allein durch verschiedene Nahrungsmittel, die man zusammen sehr zu stark sind, dass man einen Patienten einmal einstellt und dann einfach laufen lässt. Also die muss man jeden Monat muss man nochmal schauen, ob die Gerinnung so noch in Ordnung ist oder nicht. Und nachher mal, wenn dann das thrombotische Material zur Ruhe gekommen ist, ist die Gefahr für neue Thrombose nicht mehr groß. Und wenn man einen Grund hat, weshalb die Thrombose passiert ist, zum Beispiel eine lange Reise, ein Unfall, oder andere Bettlägerigkeit, Krankenhausaufenthalt, wenn dieser oder Pille bei der Frau, wenn diese Ursache weg ist, dann kann man nach etwa 3 Monaten auch mit der Therapie aufhören. Wenn die Ursache noch nicht weg ist, macht man im Grunde so lange weiter, bis man die Ursache im Griff hat. Oder überlegt nach einem Jahr neu, ist jetzt nicht die Blutungsgefahr durch die Gerinnungshemmung größer als der Schutz vor Thrombosen. Da muss man immer noch einmal schauen, wie sind die Laborwerte, was möchte der Patient. Das geht nur durch einen doch sehr engen Dialog zwischen Arzt und Patient, ob man diesen Patienten von seiner Gerinnungshemmung befreit, was in den meisten Fällen der Fall sein wird, oder sich entschließt, weiterzumachen. Sie haben ja gesagt, Herr Professor Budde, dass die genetische Disposition doch eine große Rolle spielt, aber nicht nur, sondern dass es in puncto Lebensführung einige Faktoren gibt, mit der wir womöglich diese Erkrankung begünstigen. Was können wir tun, um das Risiko einer Thrombose möglichst zumindest gering zu halten? Also zunächst muss man einmal sagen, dass alle diese genetischen Veränderungen im Körper aus der Steinzeit stammen bei uns. In der Steinzeit waren Menschen, die eine Übergerinnbarkeit hatten, zum Beispiel Frauen bei Geburten vor schweren Blutungen geschützt oder bei Unfällen auf der Jagd oder sonst wo. Also Steinzeitmenschen waren viel mehr blutungsgefährdet als wir. Und dadurch haben sich kleine genetische Veränderungen, die zu weniger Blutung geführt haben, stark durchgesetzt, sodass einige Mutationen bei uns, eine Faktor 5 Leiden-Mutation, ist in 8% unserer Bevölkerung. Die kann da nur sein, weil es früher ein großer Vorteil war. Erst dadurch, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer weniger uns bewegen, immer mehr Zeit am Schreibtisch verbringen, abends am Fernseher, dann auch noch mit Nahrungsmitteln, die nicht gerade dafür führen, schlank zu bleiben, sind diese Vorteile nicht mehr da und zu Nachteilen geworden. Das heißt, wenn wir uns mehr bewegen, wenn wir darauf achten, was wir essen, versuchen nicht unbedingt übergewichtig zu werden und das, was die Nahrungsspezialisten uns doch jeden Tag predigen, was wir tun sollen,
Wenn man versucht, sich daran zu halten, kann man doch sehr viel verhindern. Man kann natürlich keine genetische Disposition, die nun einmal da ist, auf den Status Null bringen. Also es gibt Patienten, Familien, wo das Antithrombin, der erste genetische Defekt, der bekannt war, dazu führt, dass 50% aller dieser Familienmitglieder vor dem 30. Lebensjahr ihre erste Thrombose bekommen, nämlich die, die die Mutation haben. Daher helfen solche Maßnahmen wenig. Da muss man sich sehr gut überlegen, ob man nicht doch sehr frühzeitig die Gerinnung hemmt. Aber bei allen anderen, die doch wesentlich geringere Risiken haben, da kann man doch sehr viel tun, um solche Zustände zu verhindern. Und spätestens jetzt, nach Ihrer Aufzählung, wissen wir auch alle ganz genau, so schwer es manchmal fallen mag, was wir tun können. Es gibt noch eine Sache, wo Sie vielleicht ein paar nützliche Tipps für uns hätten, Herr Professor Budde, und zwar, was passiert denn bei langen Reisen, bei Flugreisen mit dem Thromboserisiko? Das kennen wir alle. Man sagt, wenn man lange Flugreisen zum Beispiel vor sich hat, womöglich Thrombosestrümpfe lieber anzuziehen, weil da eine gewisse Gefahr drin liegt. Können Sie das für uns noch einmal einordnen? Was tut man am besten? Das Problem ist ja, dass man sehr beengt sitzt, dass das Bein meist angewinkelt ist und der Blut Abstrom aus dem Bein verhindert wird. Und Blut, was steht, heißt an sich für den Körper, da muss irgendwas passieren. Und wenn für den Körper irgendwas passiert, bringt er sich in die Thrombosebereitschaft. Sodass doch einige Menschen nach solchen Flugreisen merken, sie haben eine Thrombose von der Flugreise mitgebracht. Es gibt ja einmal, bei jedem Langstreckenflug wird einem gezeigt, wie man sich die Beine bewegt, die Füße bewegt. Das ist ein Mittel, das zu verhindern. Natürlich soll man ab und zu mal aufstehen, aber nicht so, dass man den ganzen Flugbetrieb stört. Dann daneben gibt es natürlich die sogenannten Thrombosestrümpfe, die Thrombosen verhindern. Die wirken auch sehr effektiv, nur wenn diese Thrombosestrümpfe in den Kniekehlen zu eng sitzen, dann machen sie genau das Gegenteil. Also man muss auf sehr guten Sitz achten. Es gibt auch den Rat, sich eine Spritze mit eines Heparin zu verabreichen, das reicht für 24 Stunden. Es gibt aber keine Studie, die die Wirksamkeit belegt. Und da muss ich noch anmerken, 2005 war unser internationaler Gerinnungskongress in Australien. Und da hat man jeden, der hingeflogen ist, befragt, was haben sie denn gemacht? Das waren alle Spezialisten. Was herauskam war, klang an, als wäre eine Laientruppe unterwegs gewesen. Die Hälfte hat irgendwas gemacht, aber nicht besonders logisch. Das ging von Aspirin schlucken, über eine Spritze geben, Strümpfe tragen, sich bewegen und die andere Hälfte hat gar nichts gemacht. Also es war nichts, was die Gerinnungsspezialisten unternommen haben, was man als sehr sinnvoll bezeichnen würde. Und warum haben Ihre ganzen Expertenkollegen sich da so laienhaft verhalten? Weil es keine Studie gibt. Wenn es keine Studie gibt, hat man keine Zahlen, nach denen man sich richten kann. Dann macht jeder irgendwas, was er für richtig hält. Und da ist dann ein Experte genauso wie ein Laie. Waren Sie bei dem Kongress auch dabei? Ich war auch dabei und habe gar nichts gemacht. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen Dank, Professor Budde. Ja, ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an unserem Informationsgespräch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Tschüss.